Servus Leute, willkommen zurück zu Rockman 2 Deus Ex Machina. Wir sind in der ersten Wily Stage, die ziemlich widerlich ist. Ja, ist sie. Okay. Wow, nee. Okay, gut. Nein. Assi. Irgendwie springe ich zu hoch, kann das sein? Alles klar, das Leben da unten, das kann ich mal. Kann ich den Typen anlocken? Nein, nicht wirklich, oder? Welche Waffe war es denn? Nee. Wieder. Gut. Ja, das musste sein, weil wenn er mich zurückschubst, kommt nochmal so ein Roboter. Nicht eins. Nein! Ah, shit. Ah, Dreck. Das lief nicht so wie erwartet. Was da? Bin zwar jetzt in der ersten Wily Stage, aber trotzdem. Es wird nicht leichter von hier. Okay. Man kann da auch mit dem High Jump hin. Das ist so. Nein! Ah, Dreck. Jetzt sollte ich meine Leben nicht an der Stelle verschwinden. Ich glaube, ich mache einfach mit der 2, dass ich so quasi rüberschwebe. Ich muss diese eine Stelle mit der 1 noch schaffen. Ja, ja. Nein! Oh! Wow! Hab mich gerade noch retten können. Okay. Es geht sich nicht aus. Ja, das Problem an der ganzen Sache ist, die 2 ist jetzt nicht fit genug. Das heißt, ich muss jetzt mit dem High Jump da arbeiten. War im Endeffekt doch einfach als erwartet. Gut. Warum? Warum? Simon, was habe ich dir verbrochen? Was habe ich dir angetan? War ich nicht immer gut zu dir? Versuch dich nicht. Willst du mir jetzt nicht sowas auf den Hals setzen? Gut. Ist einmal geschafft. Zweimal. Na klar, verdammt. Das war eine falsche Fähigkeit. So. Ja, genau so. Na! Dummer Sack! Hallo! Auf zu sliden. So, hier gehe ich kein Risiko ein.
Nur zur Sicherheit. Das war auch noch falsch. Ich nehme mich kein Tod zum Leben. Oh, da ist Energie. Gar nicht, dass diese Mittelstufe so aussieht. Die habe ich noch nie eingesetzt. Hinterseil-Bosskampf. Ist kein Bosskampf, ist was Widerlicheres. Ah. Jetzt kommt der widerliche Bosskampf. Und ich weiß nicht, was für eine Schwäche der hat. Im Normalfall hat der Quick Boomerang, aber... Ich wage zu bezweifeln, dass das normal seine Schwäche ist. Okay, er ist es jedenfalls nicht, das weiß ich, weil er hat jemand anders als Schwäche. Ich versuch's. Ich würde scheiße, der Kampf. Ja, er wird scheiße, weil ich nicht mal hinkomme. Ich starte direkt hier, das ist ja schon mal was. Viel zu wenig Leben. Ich glaube, die Energie ist gerade verschwunden. Waffen-Dings. Waffenenergie. Ganz im Ernst, ich habe Angst, dass jetzt der Turbo zulegt und das wird wahrscheinlich. Hallo Drache. Okay, es ist langsamer als ich dachte. Ich glaube, du hättest das auch Schwäche. Irgendwie nicht. Hallo! So, stimmt ja, der macht ja so ein Dauerfeuer. Ist es jedenfalls nicht. Er macht ja so ein Dauerfeuer, wenn ich auf seiner Ebene bin. Ist es vielleicht doch die Airman-Waffe? Ich dachte eigentlich Airman. Ja, jemand anders hätte es Airman als Schwäche. Ich glaube tatsächlich. Der hat eher mal das Schwäche gehabt. Okay, wenn das so ist, dann... mal ausrüsten. Das Geblinke nervt. Sprite Limitations oder wie auch immer. Toll! Hau mich mit einem Schlag runter! Was soll's? So. Ja. Ja. Nein, ich hätte wechseln sollen. Hochkonzentriert hier. Ah, dein Schuss ist elendig. Also Energiefallen für mich. Oder auch gar nichts. Oder auch. Vielleicht hätte ich damit einen High Jump hochspringen sollen. So. Hey.
Ja. Sammel sein! Hab ich gerade ein falsches Sein im Moment. So. Ja! Halleluja! Ja, das ignoriere ich. Halt schon. Dann erstmal das hier. Und den Heidschirm. Nee, da opfere ich lieber ein Leben. Ich habe überlegt, ob ich mich jetzt retten soll mit der 2, aber nö. Das wäre ein viel zu großer Verbrauch gewesen. So, schwierigste Stelle. Ja. Die ist echt knapp bemessen. Das war so richtig. Ja, es ist lame, dass ich das so mache, aber was soll's. Ja! 1, 2, 3. So. Oh, gut. Ach, du Drecksack. Ja! Perfekt! Hier die 1. So, und bei dir werde ich wieder auf Nummer sicher gehen. Das war das, genau. Ja, das kriege ich nicht. Ja, ich brauche die 1 auf jeden Fall. Leben. Soll ich oder soll ich nicht? So. Ich hoffe, dass das jetzt kein Fehler war. Ja. Habe ich volle Lebenskraft, das ist gut. Ich weiß, ich bin ein bisschen ruhig. Oder ein bisschen ruhiger als normalerweise. So. Immer die 2. Ich hätte den Heiljump auf 5 sollen, aber nee. Egal. Ist ja egal, ob ich oben oder unten lang will. Ich komme wieder zu diesem Drachen, der übel ist. Ich kann ihn mit Mega Man nicht schaden, oder wie? Er hat mich auf die Hörner genommen. Verdammt! So. Jetzt brauche ich den Heiljump. Wie viel Leben habe ich eigentlich noch? 3. Ah, der Drache, der wird eine Zeit lang brauchen. Weiß ich.
Soweit ich weiß, gibt es keine andere Waffe, die ihm schaden kann. Auch Megamans Waffe nicht. Ich habe es nämlich gerade probiert und das geht nicht. Wir müssen irgendwie ausweichen. Das sah an sich ganz gut aus. An sich sah es gut aus. Übrigens kann ich mein R jedes Mal gut aufladen. Egal. Ich glaube, hier werde ich noch länger dran sitzen, in diesem Drachen. Ey! Auf! Ich sehe nichts! Doch, das war unfair, ich habe nichts mehr gesehen. Letztes Leben. Wenn ich schaffe, dann super. Wenn nicht, dann nicht super. Ja, diese Sprite Limitation nicht. Der alles so rumblinkt. Ja, super. Dann macht er seinen allerersten Schuss. Vielleicht sollte ich von unten anfangen. Müssen wir mal gucken. Jetzt damit auch? Nee. Na, na, egal. Egal. Was heißt R eigentlich? Rotorblaster? Ne. Das ergibt keinen Sinn. Was war's nochmal? T? Ja. Weg, 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 weg! Schon beim Fangen, ne. Ich habe kurz überlegt wegen den Stacheln. Ja, super. Weg! Ah. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Deswegen bin ich auch einen Schritt zurückgegangen. Und wieder lasse ich wieder, das ist mir zu gefährlich. Gut, und High Jump. Mach ich so. Anders habe ich jetzt keine Lust. Das war gut. Okay, ah, da oben irgendwas. Ja. Gut. Nein, Typus Virus.
Dass der so viel Schaden macht, der Kollege. So. Ein weiteres Leben für mich. Das da hole ich auch. Die Lebenskraft da oben hole ich auch. Oh. Danke. Warum lassen diese Dinger immer Energie fallen? Waffenenergie. Bin ja so falsch. Jetzt ist noch ein bisschen Waffenenergie für mich einfach so. Perfekt. Ich habe nicht genug. Ja, ich habe die Stacheln gar nicht berührt. So gesehen. Ich habe schon gesehen, ich habe nicht genug Lebenskraft, deswegen habe ich jetzt mal Harakiri begangen. Also Senpuku, rituellen Selbstmord. Bei Mega Man sieht der rituelle Selbstmord etwas anders aus als damals in der Vergangenheit. In der Feudalzeit Japans. Das muss doch möglich sein. Ich will den Boss hier besiegen. Ich habe ihn schon mal besiegt ohne Selbstdates. Ich weiß es. Ich habe ihn vorhin auch ziemlich gut bearbeitet. Nein! Ha! Toll! So, das war Oscar-verdächtig. Mega Man. Das war wirklich Oscar-reif. Ich weiß, ich schaff's. Bin mir ziemlich sicher, ich schaffe es. Und ja, ich bin jetzt absichtlich den hinteren Weg gegangen. Warum sollte ich hier die ganze Zeit High-Jump-Sprünge verschwinden? Mindestens zum Guts-Dozer will ich kommen. Ohne Saves. Hör auf mich auf die Hörner zu nehmen. Ich häng fest. Ich konnte mich nicht bewegen! Oh, mein Knie ist Zeit abgebogen und das ist doof. Ich muss mich ein bisschen wieder bewegen. So. Jedenfalls muss ich immer hin und her jumpen. So wird es auf jeden Fall was. Das Gute ist, da ich hier genug Waffenenergie bekomme, kann ich es quasi immer wieder versuchen. Ohne irgendwie einen Versuch wegschmeißen zu müssen. Nicht gesehen, wie viel Versuche ich noch habe, aber ich werde es gleich sehen, wenn ich mal wieder tot bin. Das wird noch länger dauern hier. Autsch! Nein! Irgendwas hat mich getroffen! Er ist tot! Damit habe ich nicht gerechnet. So langsam zweifle ich wirklich, ob das der Hard Mode ist. Es kann doch nicht sein, dass ich hier so verhältnismäßig gut durchkomme. Ich meine, gut, ja, bei Airman und Metal Man hänge ich eine Zeit lang, aber ansonsten. So, wie viel Leben habe ich? 3. Gut, der da unten mit Stress machen, aber ich habe jetzt auf Stress keine Lust. Deswegen! Hier war doch Pico Pico Kun, oder? Warum? Ich will ihn nicht. Simon mochte ihn, aber ich mag ihn nicht.
Oh nein, überall Stacheln. Warum auch immer ich jetzt in so einer Kanalisation bin. Stage Select wäre ich jetzt schön dämlich. Oh gut, dann werde ich hier erstmal den Part beenden. Das war Rockman 2 DSX Machina, der Hard Mode. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für euch.